Ausverkauft, hieß es bei der Premiere der Oper Rigoletto von Giuseppe Verdi im Klosterinnenhof von Mautern. Die Aufführung der Steirischen Kulturstraße war ein Gesangserlebnis auf ganz hohem Niveau. Letzte Handgriffe vor der Opernaufführung. Stress bei den Visagisten, bevor die ersten Gäste eintrafen. Die Steirische Kulturstraße hatte zur Open-Air-Aufführung von Giuseppe Verdis Oper Rigoletto am 4., 5. und 6. Juni 2015 eingeladen. Solisten der Gesangsklassen Mautern und Leoben sowie der Hochschulchor der Montanuniversität Leoben hatten Seite an Seite mit professionellen Sängern und Sängerinnen sowie den Musikern des Universitätsorchesters Graz unter der musikalischen Leitung des in Mautern bestens bekannten Dirigenten Andrei Skorobogatko zu einem einzigartigen Erlebnis geladen. Sarah Kettners langjährige Erfahrung auf renommierten Opernbühnen Italiens und ihre Liebe zur Musik kamen in der Inszenierung dieses dramatischen Meisterwerks zum Ausdruck. Genießen Sie einige Ausschnitte, eine der am meisten gespielten italienischen Opern in der Umgebung des Innenhofs der Klosterkirche in Mautern. Oh!
Wie groß ist der Stein, der dir vom Herzen fällt heute? Ja, die, das kennen mich gut, wissen, dass der Weg ist eigentlich mehr interessant oft als der Ziel. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es zu betrachten, diese Entwicklung unter die Menschen, wie die sich präsentieren kann, was die lernen in einem Projekt, was wir machen. Allein die sozialen Aspekte, nicht nur der Virtuosität, das verlangt ist von den Stimmen. Und so, jetzt bin ich sowieso so glücklich, dass wir haben viel gelernt und viel geleistet gemeinsam. Gratulation zum gelungenen Abend. Wie lange hat es gedauert, bis so etwas Klein-Venedig da in Mautern entstanden ist? Also die Planung ist natürlich etwas, was schon lange im Vorlauf ist. Es hat schon letztes Jahr schon angefangen. Wir haben natürlich letztes Jahr den Vogelhändler aufgeführt und gleich darauf haben wir schon überlegt, was als nächstes kommen könnte. Und da war schon der Wunsch da, dass wir eine italienische Oper aufführen, weil wir ja immer zwischen Operette und Oper abwechseln. Und ja, also damit hat ungefähr die Planung angefangen. Dann war natürlich die Frage, was wir aufführen und welchen Dirigenten, welches Orchester. Aber das ist dann relativ schnell einmal festgesetzt und das war mein letztes Jahr. Und dann natürlich müssen die ganzen Vorbereitungen für Singen anfangen und das ist dann ungefähr, sagen wir mal, ein halbes Jahr mindestens. Aber es gibt viele, die arbeiten schon etwas länger dran und ja, das ist, aber es ist so ein Erlebnis und man kann es echt nicht beschreiben. Auch die Zeit, die man investiert, das tut man ja auch sehr gerne.